Hi ihr Wundervollen! Schön, dass ihr wieder da seid. Ich habe heute ein Video für euch, in dem es um meine allerliebsten Lidschatten geht, mit dem man einen ganz einfachen, super schönen Bronze Shadow Look kreieren kann. Und es sind 6 Stück an der Zahl und wir legen los. Die Lidschatten, die ich euch jetzt zeige, könnt ihr natürlich auch alle für aufwendige Augen-Make-ups benutzen. Ich bin halt ein Fan davon, einen Lidschatten zu benutzen und trotzdem einen großen Effekt zu erzielen. Das ist auch genau das, was ich zum Beispiel heute trage. Einfach nur einen Lidschatten. Ich wende die alle immer gleich an. Ich trage vor allem auf dem Augenlid, also auf dem beweglichen Augenlid, sehr viel Lidschatten auf, tupfe den schön auf und dann verblende ich ihn soft nach oben. Das ist eigentlich schon das ganze Geheimnis, finde ich, da dran. Und ist somit auch für Anfänger halt super oder auch für den Alltag. Das erste ist das, was ich jetzt schon trage. Und zwar ist das in dieser Palette. Ich kann euch die ganze Palette total empfehlen. Und die Farbe, die ich trage, das ist übrigens von Wet n Wild die Comfort Zone Palette. Ich verlinke die euch in der Infobox. Die gibt es bei Amazon. Sehr, sehr kostengünstig. Und das ist eben die unterste Farbe hier, die ich jetzt gerade trage. Das ist ein Super Dupe zu MAC Club. Meine Mutter hat MAC Club, deswegen konnte ich die super vergleichen. Und die sind wirklich 1:1. Das ist die allergleiche Farbe. Von Catrice gab es auch mal so eine Farbe, Common Chameleon. Ich finde die hier aber noch besser. Die schimmert noch schöner und das ist eben ein schöner Braun-Grünton, Türkis, der schimmert. Und wenn man ihn verblendet, wird es ein richtig schönes Rostrot. Und das ist das Besondere an dem Lidschatten. Man trägt einen Lidschatten, aber es sieht wirklich aus wie 2 Lidschatten. Als ob man mit einer anderen Farbe in der Lidfalte gearbeitet hätte. Deswegen ist das ein so, so besonderer Lidschatten, wenn nicht der schönste, den es überhaupt gibt, wie ich finde. Und der besonderste, also MAC Club bzw. dieses Dupe hier. Und in der Palette habt ihr noch weitere Farben, die ihr auch alle solo super tragen könnt. Deswegen verlinke ich euch diese Palette und kann sie euch so sehr empfehlen. Ich liebe sie über alles. Als nächstes kommen wir zu einem Creme-Lidschatten. Und zwar ist das aus der Color Tattoo-Reihe von Maybelline. Und das hier ist jetzt die Farbe 70 Metallic Pomegranate. Ich habe den schon sehr, sehr lange. Deswegen kann ich euch auch von der Qualität berichten. Die trocknen überhaupt nicht aus, wenn ihr die immer schön zumacht. Und das ist ein ganz schöner bäriger Ton mit sehr viel goldenem Glitzer. Und das macht ihn auch wieder perfekt, um ihn alleine zu tragen. Ich arbeite ihn auch schön ein und verblende ihn nach oben. Und das funktioniert auch. Ihr dürft ihn nur nicht antrocknen lassen. Ihr müsst halt sofort schön verblenden mit einem eher festgebundenen Pinsel. Dann funktioniert das super. Und diese goldenen Glitzerpartikel machen es einfach so, so, so besonders. Und damit könnt ihr wirklich einen Look kreieren für abends zum Beispiel. Denn das ist schon eine auffällige Farbe. Aber sie sieht wunderschön aus. Bei jeder Augenfarbe, bei blauen Augen, kommen natürlich die blauen Augen noch mehr raus. Genauso bei grün und bei braun unterstützt es einfach nur sehr, sehr schön. Ich finde den genial und wie gesagt, damit erzielt ihr wirklich einen sehr besonderen Look, vor allem finde ich für abends. Als nächstes eine Farbe von Max Factor und zwar ist das der Lidschatten Burnt Bark. Das soll ja auch ein Dupe sein zu Satin Taupe von MAC. Satin Taupe habe ich nicht, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Aber das ist ein ganz schöner, kühler Grauton, der ins Lilane einschlägt und das macht ihn auch wieder zu so einem perfekten Single Lidschatten oder zu so einem perfekten Lidschatten für einen One-Shadow-Look. Das sind immer die Lidschatten, die nicht nur eine Farbe haben, sondern die irgendwie changieren oder irgendwas Besonderes mit drin haben. Und das ist bei dem hier eben der Fall. Es ist schon auch eher eine dunklere Farbe und auch eher was für abends. Finde ihn aber ideal, wenn es schnell gehen muss und man eben was Smokiges, Verrauchtes möchte. Das erzielt ihr damit. Es ist halt eher ein kühlerer Farbton. Ich mag im Moment eher warme Farbtöne, aber nichtsdestotrotz ist es der perfekte Lidschatten für genau diesen einfachen Look. Kommen wir zu meinem Schätzchen im Moment. Ich könnte diesen Lidschatten jeden Tag tragen und ich tue es auch fast jeden Tag. Und auch in den letzten Videos habe ich ihn immer wieder getragen. Und zwar ist das von Maybelline die Farbe 34 Lustrous Beige. Und das ist ein wahnsinnig schöner Champagnerton, der sehr hell ist, trotzdem ins dunklere, bräunliche changiert, der ein ganz bisschen einen Altgoldanteil hat, tendenziell auch eher ein bisschen kühler als wärmer, aber er schimmert wie verrückt. Und das mag ich total gerne. Das ist halt das Besondere an dem hier, dass er wirklich ohne Ende reflektiert auf dem Auge. Da er aber eher hell ist, trage ich ihn wahnsinnig gerne auch im Alltag und dann einfach nur mit Mascara oder für abends ein bisschen dramatischer mit einem Eyeliner. Und schon seid ihr auch wieder ready to go und das ist so mein allerliebster Lidschatten im Moment.
Dann habe ich hier noch von Catrice einen Lidschatten, der auch relativ bekannt ist. Und zwar ist das die Farbe My First Copperware Party. Das ist ein schöner, copperbräunlicher Ton, der, wenn man ihn verblendet, ein bisschen wärmer wird. Ansonsten finde ich ihn eher sehr kühl gehalten, mit leicht silbrigem Untergrund. Sehr, sehr schön steht jedem, ist einfach nur braun, ist nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich finde, das ordnet sich genau in der Mitte ein. Das heißt, man kann ihn tagsüber und abends tragen. Das finde ich super genial, steht jedem. Braun steht einfach jedem und das ist einfach ideal zu jedem Outfit und es ist so ein simpler Lidschatten. Also auch wenn ihr mal in den Urlaub fahrt und sagt, ich will irgendwie einen Lidschatten mitnehmen und das war's, dann ist das, finde ich, ideal, weil man ihn eben so universell zu jeder Tageszeit und zu jedem Anlass einsetzen kann. Und als letztes noch ein bisschen was Gewagteres und zwar vom P2, der Ultimate Vinyl Eyeshadow. Das ist so ein Creme-Lidschatten. Der kommt mit so einem Applikator wie so ein Lipgloss daher und dann tupfe ich den einfach mit den Fingern auf dem Augenlid ein und verblende ihn mit einem Pinsel nochmal leicht nach oben. Und das ist eben die Farbe, ach, das habe ich euch noch gar nicht gesagt, Glossy Terracotta. Und genauso ist es, ein richtig schönes Terracotta-Braun-Rot. Deswegen auch so ein bisschen was für Mutigere. Also es geht wirklich so ein bisschen in diese Grungy-Richtung, was ich ja sehr, sehr gerne mag. Aber man trägt den halt auf und man hat sofort so einen Hingucker und sofort einen so einen besonderen Look, obwohl man einen einzigen Lidschatten benutzt hat. Und der schimmert jetzt nicht sehr stark, aber durch die Farbe ist er so besonders, dass man ihn alleine gut tragen kann. Natürlich, bei dem ist es schon auch schön, wenn man nochmal was in die Lidfalte gibt, muss aber überhaupt nicht sein. Die Wimpern einfach nur kräftig tuschen zu diesem Grungy-Look, vielleicht noch ein bisschen ein Kajal auf die Wasserlinie und es sieht so geil aus für abends. Wenn ihr dann noch ein cooles Outfit dazu anhabt, das sieht einfach nur genial aus. Auf die Lippen muss dann nicht mehr viel, weil die Augen halt schon so einen Fokus dadurch haben. Deswegen, ich bin großer Fan und die Haltbarkeit ist einfach nur genial. Sobald der einmal getrocknet ist, bleibt er an Ort und Stelle und ihr könnt tanzen gehen die ganze Nacht durch. Es verrutscht einfach nichts. Deswegen, ich finde den super, super genial für den Preis. Tragt ihr manchmal auch nur einen Lidschatten? Wenn, dann schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, welcher das ist. Vielleicht inspiriert ihr mich ja mit neuen Lidschatten, denn ich liebe einfach diesen One-Shadow-Look. Was anderes kommt bei mir fast nicht mehr aufs Auge. Deswegen schreibt mir das in die Kommentare und ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn es so war. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei Cozy House.